Die Bühne ist leer, Stefan Kubek ist zurückgetreten, viele, viele Prominente, auch ein prominenter Tennisvater, der Peter Haas. Servus Peter. Servus, grüß dich. Dein Sohn, jahrelang, auch vom Alter her ungefähr Wegbegleiter vom Stefan Kubek. Du, als Österreicher, wie hast du die Karriere vom Stefan Kubek gesehen? Ja, von Anfang an, also ich habe ganz früh, war ich mal mit dem Tommy in Mailand bei einem Turnier, da waren wir, glaube ich, 14 und der Stefan 15, da haben wir uns das erste Mal gesehen und da war ich ganz begeistert und haben mir gedacht, bin gespannt, wie weit der zweite Ösi kommt hier und habe das dann immer verfolgt und war eigentlich mein ganzes Leben immer ein großer Fan von Stefan. Eigentlich war mein Lieblingsspieler in Österreich und ich freue mich sehr, dass er so weit gekommen ist. Ein bisschen schade ist, dass er vielleicht nicht so wie meiner auch nach Deutschland gegangen ist. Wäre vielleicht witzig gewesen, wenn wir da draußen noch einen zweiten gehabt hätten, der da mitzieht. Oder so wie meiner heute halt dann nach USA ging, bei Politäre wäre es auch lustig geworden in diesen Camps, wenn ich die beiden dort gesehen hätte. Also er hat mich sicher gefreut und ich drücke dem Stefan weiterhin für eine Nachtenniszeit auch die Daumen und hoffe, dass er noch weit kommt. Jetzt ist das immer ein sehr emotionaler Moment. Manche sagen, aufgrund des Alters her, beim Tommy wäre es vielleicht auch nicht mehr so fern. Wie siehst du das? Dass er aufhört. Ja, der Tommy ist halt leider Gottes immer wieder verletzt und momentan zwickt es im Rücken und ich weiß nicht, wo sonst noch alles. Aber er ist halt jetzt ein sehr engagierter Familienvater und freut sich natürlich, jetzt ist so ein bisschen die mentale Seite ein bisschen durcheinander. Eigentlich ist er gerne zu Hause bei der Familie in Los Angeles und auf der anderen Seite soll er Turniere spielen. Vielleicht ein bisschen verzwickt, vielleicht zwickt es da auch im Kopf und nicht nur im Rücken. Aber wir hoffen und er hofft vor allem er, dass er nochmal spielen kann und ich drücke als Vater halt einfach nur die Daumen. Danke vielmals, alles Gute. Danke. Danke vielmals.